Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holzfäller-Tycoon. Wir sind aufgestiegen in der Hierarchie. Wir sind jetzt Pförtner. Super, oder? Klasse. Ich habe ein wenig viel weiter gespielt. Im Endeffekt habe ich nicht viel gemacht. Ich habe nur ein und dasselbe gemacht. Und das wollte ich einfach nicht 5 Stunden bei YouTube hochladen. Ja, einige Zuschauer haben mir auch dabei ein wenig geholfen, haben mir geholfen, die Bäume ranzukarren sozusagen. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Hat mir auf jeden Fall ein bisschen geholfen, zumindest zeitlich gesehen. Es hat sehr, 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 sehr viel Zeit gefressen, auf Deutsch gesagt. Aber es ist jede Menge passiert und ich zeige euch das einfach mal. Das ist unser Pförtnerhäuschen. Noch nicht ganz fertig, aber immerhin. Im letzten Teil, in der letzten Folge, haben wir sozusagen das Grundgerüst gebaut gehabt. Ich brauchte jetzt nur noch das Holz ankarren, das Holz bearbeiten im Sägewerk und hier reinschmeißen. Die Scheiben waren ja schon teilweise drin. Ich habe mich dafür entschieden, hier nur 2 kleine Scheiben reinzumachen und hier eine Lücke, ja, zu lassen. So ist es ja eigentlich bei einem Pförtner auch, dass man da irgendwie was durchschieben kann. Hier vorne habe ich auch nochmal eine kleine Verlängerung gebaut, dass es halt wie so eine Ablage ist. Und hier drin habe ich einen Stuhl hingestellt und Boden verlegt, dass der Pförtner etwas höher sitzt als derjenige, der draußen steht. Ja, soweit so gut von dem Pförtnerhäuschen. Hier werde ich noch irgendwie Löcher reinbohren zu späterer Stunde, weil wir hier irgendwie Schalterschienen und so weiter anbringen wollen, um vielleicht Beleuchtung einzuschalten oder den Laser hier draußen einzuschalten. Mal gucken, was ich da noch für schöne Ideen habe. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein Häuschen mit Rundumblick. Ja, finde ich sehr schön. Hallo. Und ganz wichtig, unsere Blumen wachsen und gedeihen. Ah, herrlich. Ja, wobei mir die Leute ein wenig geholfen haben und was viele, viele, viele Stunden gekostet hat, ist das. Unser Häuschen ist nun zu. Unsere Lagerhalle, unsere Firma ist nun zu. Ja. Wir machen eine kleine Roomtour an diesem heutigen Tag. Mal gucken, wie lange das alles dauert. Ich zeige euch einfach mal, was geschehen ist. Hier das schöne Pförtnerhäuschen und unser Blümchen. Hier das Schild. Das, glaube ich, werde ich nochmal umparken. Irgendwie ist es jetzt hier mit dem Pförtnerhäuschen leicht im Weg, sage ich mal. Muss ich mal gucken, wie ich das verändere. Mal schauen. Ja, hier unser schöner Laser, den kennt ihr ja alle schon. Unser Garagentor ist nun eingebaut. Und ich zeige euch einfach mal, was wir hier gemacht haben. Und es sieht schon richtig gut aus, wenn man hier reinkommt. Es ist halt sehr, sehr groß. Ja. Es ist halt wirklich wie eine Halle geworden. Und wie gesagt, das wollte ich euch nicht antun. Weil es ist wirklich nur ein und derselbe Baum. Jedes Mal fällen, jedes Mal nach Hause karren, jedes Mal durchs Sägewerk schieben und am Ende halt in die dementsprechenden Felder reinschmeißen. Ja, so sieht das Ganze erstmal aus. Es ist riesig. Ich find's super. Super, super, super. Es ist zwar noch nicht so aufgeräumt, hier hängen natürlich noch die Leiter, die wir mal gebraucht haben, um in den 2. Stock zu kommen. Aber das Projekt können wir jetzt demnächst auch mal beginnen, weil der Fußboden liegt ja quasi für die 2. Etage. Ja. Unser Garagentor, das haben wir noch nicht verkabelt. Das kommt zugegebener Stunde auch noch. Aber ich finde, das sieht schon gigantisch aus. Also, ich finde es 1000-mal besser mit Dach sozusagen als ohne Dach. Ich hoffe, ihr seid der gleichen Meinung. Ja, hier kennt ihr ja das, was wir in den letzten
Folgen gemacht haben, unser Regalsystem mit unserem Showroom sozusagen. Ja. Das kennt ihr ja schon. Hier geht's dann rein in das Regalsystem für meine Person, falls es hier irgendwelche Komplikationen gibt mit unserem Förderband und so weiter und so fort. Hier der Durchgang zu dem kleinen Lager sozusagen. Da können wir auch noch hingehen. Zack, da liegen jetzt die ganzen Materialien, selbstverständlich noch, die kennt ihr ja auch schon von den ganzen Videos. Ja, hier purzeln dann die Holzstückchen rein. Und wenn man natürlich will, wisst ihr ja auch, kann man dieses Förderband benutzen, um nach draußen zu kommen. LKW-Funktion, die ja jetzt in dem Moment gestorben ist, weil mit einem LKW hier im Moment rauffahren schwierig. Bedeutet, wir haben hier wieder eine neue Baustelle. Mal schauen, was ich mir da Schönes noch einfallen lasse. Müssen wir gucken. Just in dem Moment funktioniert diese Sache nicht mehr. Hier natürlich unser Förderband-Sortiersystem. Die Silos. Und unsere Parkplatzmöglichkeiten. Und unser pinkes Auto in der Garage. Oder in dem, ja, Glaskasten. Ja, so sieht die Roomtour, die neue Roomtour im Moment aus. Hier ist natürlich noch unser Shop, den wollen wir ja nicht zu kurz kommen lassen, der ja auch immer voller wird mit seinen Angebotsmöglichkeiten. Ja, so sieht das Ganze aus. Das sieht schon, ich finde das schon. Vielleicht nehme ich hier noch ein anderes Holz, dass man. Vielleicht, mal gucken, mal schauen. Ja, auf jeden Fall, hier kann man natürlich rausspringen, ist klar. Aber man kann jetzt nur noch aufs Haus springen. Man kommt nicht mehr herein. Auch nicht hier. Aber dann, wenn die zweite Etage ausgebaut wird, dann bauen wir hier auch einen Kasten rum, dass man den Schandfleck auch nicht mehr sieht. Aber man kommt auf jeden Fall nicht mehr rein ins Haus. Und das ist ja das, was ich wollte. Ungebetene Gäste möchte ich nicht. Ja. Hier haben wir das Loch auch zugemacht, wo wir die ehemalige Treppe hatten zur zweiten Etage, die jetzt da an der Wand hängt. Im LKW-Hafen sozusagen. Das heißt, das Loch ist hier jetzt auch zu. Auch schön. Ja, hier oben haben wir jetzt einen Parkplatz. Ich habe da unten keinen Platz mehr gehabt. Es wird halt immer voller. Aber wir müssen halt wirklich mal Land erweitern. Geld haben wir ja erstmal genug. Ich glaube, ich kann hier Land erweitern neben den Silos. Und ich kann hier hinter Land erweitern. Ich glaube, dann werden wir erstmal hier Land erweitern. Damit wir da irgendwie mal einen Parkplatz bauen oder so. Dass wir hier vorne Platz haben für sämtliche anderen Sachen. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Ja. So sieht das Ganze erstmal aus. Was ich jetzt in dieser Folge noch ein bisschen zeigen möchte. Darum wurde ich auch mal wieder gebeten, ein paar Geräte zu zeigen. Oder diese logischen Bauteile zu zeigen. Wir haben ja schon einige viele kennengelernt. Und im Stream selber habe ich ja auch ein neues entdeckt. Das habe ich ja auch schon mal kurz erläutert, dass ich da was machen möchte. Wir nehmen einmal eine Lampe mit. Es ist ein wenig dunkel. Zack, 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 damit man das sieht. So, sollte besser sein, ja. Ich hatte immer dieses Zeitrelais, wie ich es genannt habe. Und da sind ja so eine Einkerbung, nenne ich es mal, drinne. Und dieses gute Ding hat ja immer funktioniert, wenn man Strom draufgegeben hat. War der Ausgang 0. Und es hat eine Zeit lang gedauert, die Zeit, die man eingestellt hat, an diesem guten Pfeilchen hier zu erkennen. Dann ist erst der Ausgang positiv geworden, also zu einer 1. Und sofern man ausgeschaltet hat, ist diese Zeit wieder rückwärts runtergelaufen. Und als diese runtergelaufen ist, war der Ausgang auch wieder eine 0. Also es ist ein anzugsverzögertes und ein abfallverzögertes Relais, so sehe ich das von der Funktion her. Und damit hat man ja auch viele schöne Sachen bauen können. Und im Stream war ich ja dann in diesem Logikladen gewesen und habe dann gesehen, dass es ja noch eine zweite Zeitschaltuhr sozusagen gibt.
Und mir ist es nur daran aufgefallen, weil halt hier diese Kerben drinne sind. Und hier sind halt keine Kerben drinne. Ist halt wirklich, ja, blankes Glas, sag ich mal. Und hab mich gewundert, was das denn sein soll. Ja, die Funktion von diesem guten Stück ist ganz einfach. Man macht die Strömlinge an und der Ausgang ist sofort da. Und wenn man ausschaltet, dann läuft die Zeit ab. Wenn die Zeit abgelaufen ist, die man eingestellt hat, ist der Ausgang wieder eine Null. Also es ist nur ein abfallverzögertes Zeitrelais. Und das spielt man natürlich absolut in die Karten, dieses gute Stück. Denn wir haben ja noch unser zweites Tor dort hinten, was wir noch nicht mit Strömlingen versehen haben. Und wir haben ja hier unsere tolle RS-Flip-Flop-Setz- und Resets-Schaltung. Und wenn zweimal das gleiche ist, wäre es ja ein bisschen langweilig. Vor allen Dingen, wenn der LKW draußen ist, wo soll ich dort hinten einen zweiten Laser sozusagen anbringen? Schwierig. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass wir dieses Tor mit einem Zeitrelais verknüpfen. Und dafür haben wir ja natürlich hier auch noch Platz, um hier irgendwas hinzubauen. Oder wir stellen es dort rein, wie auch immer wir das noch angehen. Oder wir ziehen wirklich lange Leitungen, um in den Maschinenraum sozusagen hier hinten hinzukommen. Denn hier haben wir ja noch auf dieser Seite Platz ohne Ende. Ja, das ist der Plan. Was mir gerade noch einfällt, wie sieht es denn eigentlich aus? Ich habe ja von den guten Stücken zwei Sachen mitgenommen. Kann man die denn, also ich gehe von aus, dass man die in Reihe schalten kann. Dass man die Zeit sozusagen verlängert, noch mehr verlängert. Dass das Tor halt nicht 10 Sekunden offen ist, sondern ich sag einfach mal 20 Sekunden offen ist. Wir machen das mal hier auf das Maximum. Das wäre natürlich klasse. Da kann man da wirklich sich Zeit lassen mit den ganzen Hängern, um damit rauszukommen. So, wir machen das einfach mal. Ausgang ist sofort da. Jetzt gucken wir mal die Zeit. Die erste Zeit läuft ab. Zweite Zeit läuft ab. Wunderbar! Mann, das ist ja, das wird ja immer besser. Also wenn ich davon, ich sag jetzt einfach mal, 3 oder 4 Stück in Reihe schalte, dann sollte das auf jeden Fall reichen, um die Tür so lange offen zu halten, dass man wirklich mit, ich sag jetzt einfach mal, 2, 3 Hängern am LKW ohne Probleme rauskommt. Oh, das ist schön, das ist schön, das ist schön, das ist schön. Schön, dass ich dieses gute Stück gefunden habe. Gefällt mir für diese Funktion viel, viel besser als dieses Stück. Super. Ja. Wir brauchen dafür wieder jede Menge Material, jede Menge Kabel. Und die besorgen wir uns jetzt einfach mal als erstes, würde ich sagen. Und dann brauchen wir auch noch auf der anderen Seite, wenn wir mit dem Schiffchen fahren, vielleicht noch die ein oder andere Zeituhr. Ja. Oh, es wird mit unserer Fabrik. Es wächst und es gedeiht. Hervorragend. So, lieber Tom. Wie geht's uns denn heute? Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Ah, es ist herrlich. Ich finde es so schön. Ich finde das Spiel so schön, weil man wirklich... Okay, man verliert wirklich viel Zeit hier in diesem Spiel. Aber man sieht am Ende des Tages, was man gemacht und was man erreicht hat. Und alleine die Lagerhalle, die hat bestimmt, ich möchte nicht lügen, aber 6 Stunden, 6, 7 Stunden waren es bestimmt. Nur Holz holen, nur Holz hacken, nur Holz bearbeiten, sägen, verkleinern. Wir haben schon langsam die Ohren wehgetan, weil diese Säge, ich arbeite jetzt viel mit der großen Säge, weil es halt wirklich schneller geht und man kann ein dickes Holzstück dort reinschmeißen oder ranschmeißen und kann rausrennen, das nächste Stück holen und in der Zeit sägt halt die Säge. Und das finde ich halt sehr cool. Aber das ist halt doch schon sehr, sehr laut. Sehr, sehr laut. Aber okay. Ich möchte nicht in einer Holzwerkstatt arbeiten, wenn da den ganzen Tag
die Hobel und die Säge und was es nicht alles für Sachen gibt im Dauerlauf ist, haben die Jungs bestimmt auch guten Tinnitus am Abend, wenn sie mit Frauchen am Abend am Abendbrottisch sitzen. So, wir kaufen ja einfach mal einen ganzen Sack voll. Kabel kann man immer gut gebrauchen. Schalterchen werden wir uns dann auch noch kaufen. Lämpchen werden wir uns dann auch noch kaufen. Dass wir dann an unserem Pförtnerhaus dann auch in naher Zukunft Lampignons anbauen. Dann hat ein Zuschauer ja auch vorgeschlagen, dass wenn das Tor aufgeht, dass zeitgleich auch das Licht angeht sozusagen. Sind alles sehr gute Ideen. Und die werden wir auch Stück für Stück abarbeiten. Ihr seht also, es ist noch lange kein Ende in Sicht, was hier eine Abwechslung in diesem Spiel sein kann. Also immer fleißig eure Ideen posten. Oh, nee. Erstmal bezahlen und rausschmeißen. Ja, immer schön kommentieren. Immer schön neue Ideen reinwerfen. Und wenn es auch nur ein Brocken einer Idee ist, den ich dann aufnehmen kann und vielleicht weiter bearbeiten kann. Das ist ja das Spannende hier. Mit euch zusammen eine große Fabrik aufbauen. Gefällt mir. Ja, was mir aufgefallen ist, zumindest in der Zeit, wo ich die Lagerhalle gebaut habe, da war ich ja wieder mal public randommäßig unterwegs. Heißt, ich war mit anderen Spielern auf dem Server, deswegen konnten mir auch fleißige Zuschauer helfen. Nur ich habe das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, an diesem Tag war das so gewesen, dass ständig, und das ist sehr, sehr ärgerlich, wenn man eine Lagerhalle baut und viele Bäume unbehandelt auf seinem Grundstück zu liegen hat, wenn denn einfach der Server abschmiert und man ein Connection Lost hat. Und dann natürlich das unbearbeitete Holz, da er dieses Jahr nicht speichert, weg ist. Und das habe ich hier auf diesem VIP-Server nicht. Warum auch immer. Also ich finde es schön, dass ich es hier nicht habe. Aber das ist mir echt extrem auf den Pinsel gegangen. Aber nun gut. Oder wenn einer kommt, der mehrere Millionen auf dem Konto hat und sein Haus in 400 Meter Höhe gebaut hat. Und der Server einfach total zusammenbricht und nur noch leckt und man keinen einzigen Arbeitsschritt vernünftig vollrichten kann. Nervig. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel Kabel wir bisher gekauft haben, aber wir nehmen jetzt noch eins mit. Ich möchte ja hier nicht die ganze Folge von links nach rechts laufen. Mit Tom hier ein Gespräch führen. So, Tom, war mir eine Ehre. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh, ein paar sind es geworden. So, und da wir die Kabel innen brauchen, können wir natürlich gleich mit unserem LKW reinfahren. Ach, ist das herrlich. Zack. Herrlich. Ist das nicht herrlich? Das ist so schön. So schön. So. Sagen wir machen erstmal das wieder, was wir auch an der anderen Tür gemacht haben. Irgendwie die ganzen Türchen zusammenführen. Und jetzt ist natürlich die Frage, mit der Steuerung gehen wir in den Maschinenraum? Oder ich würde sagen, wir gehen in den Maschinenraum. Wir brauchen zwar das eine oder andere Kabel mehr,
Aber dafür ist das gute Stück ja da. Ne? Also führen wir die Kabel irgendwie hier hin, laufen wieder hier am Boden entlang. Da können wir uns jetzt auch was Neues überlegen, weil jetzt steht ja die Lagerhalle, dass wir nicht über den Boden, sondern dann hier hochgehen und über die Decke reingehen in den Maschinenraum. Dann könnten wir hier ein Loch reinmachen für die gute Steuerung da hinten. Was sagt er dazu? Ist doch ein guter Plan, oder? So machen wir das auch, glaube ich. Wir machen hier mal. Das Stück kommt erstmal wieder weg. Schon macht der Player wieder alles kaputt. Oh, jetzt haben wir da aber ein Riesenlöchchen drin. Aber gut, da müssen wir wieder ein bisschen basteln. Aber was wäre das Spiel ohne Basteln? Wir bräuchten also dafür hier. Wir machen mal die Tür zu. Das gute Stück ist 4 breit. Wir müssen 4 wieder haben oder unten ein Loch. Also nehmen wir. Ich sage dieses gute Stückchen hier hin. Dann haben wir das erstmal wieder zu. Dann nehmen wir. Sagen dieses Stückchen hier. Haben wir. Dann nehmen wir. Das gute Viererstück. Das sollte da reinpassen und dann. Von der Seite. Vielleicht geht es da besser. Nee, möchte es gerade nicht. Hör auf. Nee. Muss weiter hinein. Da ist es. Da ist es vollbracht. Und wir nehmen noch einen Einzel. Ach ne, da brauchen wir 2 einzelne, weil wir haben ja denn hier. Ne. 3 einzelne brauchen wir ja. Ja, dann ist das halt so. Dann ist das halt so. Nehmen Sie dort Platz, lieber Freund. Jawohl. Auch noch da rein. Jawollo. Und du kommst dort auch noch hinein. Ach, das ist doch. Ist das nicht wunderbar? Ja. Brauchen wir natürlich wieder ein bisschen Holz. Aber ein bisschen habe ich ja hier noch. Von unserer Großbaustelle. Das wird jetzt natürlich nicht ganz reichen, klar. Aber wir können ja schon mal beginnen. Das teilen wir mal nochmal. Ja. Es kommt immer mehr Elektrik hier. Gefällt mir. Wenn wir es irgendwann noch hinkriegen, dass wir hier in der Firma bleiben und alles andere von alleine funktioniert, das wäre natürlich das Nonplusultra. Es geht ja an das kleine Ding. Also manchmal, aber gut. Ist nicht so tragisch. Habe ich noch irgendwo was? Ah, guck mal einer, schau. Was sieht denn der Player da? Destroy? Da hängt doch noch so ein schönes Stückchen. Dann benutzen wir dich doch gleich. Na, schön. Ja, da fehlt jetzt natürlich noch eins. Ist halt so. Jetzt können wir von hier. Gehen wir einfach hier durch. Mal überlegen, überlegen. Wie hoch kommen wir denn da? So. Ja, irgendwie hier. Ich stehe jetzt hier. Ob das gerade ist?
wir müssen es ja auch nicht übertreiben, ne? So, dann können wir eigentlich dieses Loch... Cool. Dann müssten wir ja hier drinnen lang gehen. Pum, 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 pum. Dann stört es da wieder. Pum, 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 pum. Ach, darum kümmern wir uns. Jetzt nicht. Weil das würde ich ja dann auch gerne an der Decke haben. Will es aber natürlich nicht hier in der Luft runter gehen lassen. Gehen wir halt da runter auf dem Dach. Na, das kriegen wir schon hin. Das ist jetzt nicht so relevant in diesem Moment. Gut, kriegen wir jetzt irgendwie... Das hat ja ganz gut geklappt hier. Nehmen wir mal das als Linie. Mal so, Pi mal Daumen, schräg durchs Fensterkreuz. Mal bis daran. Nee. Nee. Gut. Dann tut's mir leid. Müssen wir dich nochmal moven. Also für die 2 mm werde ich jetzt nicht noch ein zweites Kabel dort verlegen. Kupfer ist teuer. Ja. So ist das auf jeden Fall besser. Und dann können wir unsere Steuerung hier an die Wand hängen. Zumindest das, was wir schon haben. Dann muss ich halt echt nochmal rüberfahren. Um mir noch die ein oder andere. Das ist so nicht. Wir brauchen einen Laser. Ah. Oh, eine Menge Kupfer fällt mir gerade ein. Wir müssen ja mit dem Laser einmal zurückkommen und dann mit dem Ausgang wieder hin zum Tor. Oh, warte, warte, da wird viel Kupfer drauf gehen. Ich glaube, zu Onkel Tom müssen wir doch dann demnächst öfter mal. So hängt es auf jeden Fall richtig. Ah, okay. Er ändert sie wieder. Eieiei. So ist richtig. Und ja, machen wir so hin. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Ansonsten müssen wir da noch was ranmachen. Ah, vielleicht kriegen wir den vielleicht noch eins weiter nach links oder so. Aber jetzt dreht er sich bestimmt wieder, wa? Ja, das war klar. So könnte es schon wieder richtig sein. Ja, gut. Hat geklappt. So, lassen wir das jetzt. Nicht mehr anfassen. Du kommst jetzt auch mit. Du, oh, der sieht schon richtig aus. Können wir die aneinander machen? Vielleicht haben die Kontakt. Vielleicht haben die Kontakt und wir müssen kein Kabel dazwischen machen. Das wäre natürlich super. Sparen wir Platz und ein Kabel. Können wir gleich runtergehen. Dann wird das unser Laser-Eingang. Da so hin? Ja. Dann hier. Das sieht gut aus. Das müsste funktionieren. Ja. Dann wird das unser Laser sozusagen. Und wir müssen ja nicht auf dem Boden entlang. Wir können ja an der Decke entlang. Der Decke entlang und der Laser geht dann hier runter und der andere läuft weiter und geht dann, ja, so machen wir das. Genau so und nicht anders wird das geschehen. Ja. Bei der Entfernung ist natürlich interessant, ob wir da treffen. Und natürlich die maximale Länge, die wir hinkriegen. Und
Sieht so aus, als haben wir getroffen. Kommt das nächste. Können wir ungefähr bis hierhin machen. Okay, dann machen wir dieses. Haben wir da getroffen? Nee, das wird mal gar nichts. Kommen wir da jetzt noch ran? Tja, das ist halt, die Decke ist halt etwas... Ah doch, jetzt kommen wir ran, gut. Deckenarbeiten ist halt nicht immer so leicht, ne? So, jetzt hängen wir hier an der Tür, ist ja auch schön. Oh, wir sind ja voll daneben. Warum sind wir denn so daneben? Hat doch genau raufgezielt. Also nochmal. So, jetzt sieht's aber ganz gut aus, zumindest aus der Perspektive. Mal kontrollieren. Ja. Das könnte auch was werden. Ja, sieht auch gut aus. Und ich musste mir mal hier irgendwie Stufen hier hinstellen. Ist ja doch schon echt weit oben und könnte eventuell. Wir haben gesagt, das wird jetzt der Laser, ne? Weil es der Eingang ist, okay. Machen wir den bis hier hin. Dann können wir den eigentlich schon geradeaus runter machen, denn und hier den Laser hinstellen. Den Laser muss ich dann auch noch von drüben holen. Ja. Ich würde sagen, ich besorge den Laser. Ich besorge noch ein paar andere Sachen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir das zweite Tor bestromen wollen. Also, macht's gut. Ich danke euch wie immer. Ciao, ciao.